Jetzt dann möchte ich, werde ich auch wieder eine Komposition spielen, was original für Klavier ist, geschrieben von spanischen Komponisten Isaac Albéniz, weltberühmt für seine spanische Suite. Ja? Und eine von diesen Sätze ist ein Satz davon, ist sein weltbekannter Asturias. Ja? Jahre danach, nachdem der Komponisten das geschrieben hat, hat Segovia das für die Gitarre transkribiert und hat man auch gesagt, das klingt, als ob wirklich für die Gitarre geschrieben wäre. Sehr interessant war das, vielleicht, dass der Komponisten hat dieses Stück, der erste Teil geschrieben. Und er wusste, wie man mehr oder weniger Geschäfte machen kann, mit Noten herausgeben. Und hat sich gedacht, okay, also ich gebe nur den ersten Teil, werde ich veröffentlichen. Und dann hat sein Verleger gefragt, das verkauft sich gut. Kannst du vielleicht dann weiter deine Sachen schreiben? Und dann sagt er, okay, ja. Obwohl er die ganze Suite geschrieben hat, hat dann den mittleren Teil herausgegeben. Ja? Fortsetzung von Asturias. Na, das ist es. Es geht um die Geschichte von der Schlacht von Asturias. Okay. Dann vielleicht solltest du auch nur den ersten Teil spielen und die Leute sollten nochmal zahlen, damit wir den zweiten. Also da hat er den zweiten Teil veröffentlicht und dann der dritte Teil als mit Coda dazu, hat es verkauft und dann nicht anders als der erste Teil mit Coda, zwei Zeilen. Ne? Mhm. Gut, das ist die Geschichte von Asturias.